Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Man sollte nie voreilig sein. Ja, das ist zwar eine alte Wahrheit, aber meistens wird man ja erst durch ein Ereignis an sie erinnert. Vor einem halben Jahr etwa, da habe ich erklärt, dass es Rauschgiftschmuggel und was man so gemeinhin darunter versteht, bei uns an sich nicht gibt, also bei uns hier in Berlin. Und das stimmt zwar im Großen und Ganzen noch heute noch. Trotzdem kommt man sich ein bisschen komisch vor, wenn man mit einem Mal gestehen muss. Und wir von der Kriminalpolizei sind ja natürlich durchaus fürs Gestehen, nicht wahr? Ja, aber wenn man dann auf einmal sagen muss, jetzt haben wir doch wieder solchen Fall. Und wenn man das so ausdrücken soll, einen Fall echten Rauschgiftschmuggels. Damals war es ja mehr so eine Art Zufallsgeschichte, in die jemand hineingeraten war. Ja, jetzt sieht die Sache schon anders aus. Freilich mit Orgien in Lasterhöhlen und was man sich so dergleichen vorstellt, ist auch hier nicht zu dienen. Aber die ganze Sache sieht doch ernster aus. Und dass wir dahinter kommen, beweist ja schließlich nur, dass wir uns nicht ausruhen auf der Vorstellung, dies und das gibt's ja bei uns nicht oder kaum. Doch, das ist ja wohl selbstverständlich. Und wissen Sie schon, um was für Stoff es sich handelt? Ja, ja, jetzt halt um Haschisch. Und in welcher Form? Ja, da bin ich im Augenblick noch überfragt. Aber jedenfalls eine der verschiedenen Variationen, die im Allgemeinen bekannt sind, nicht? Ja, und auf alle Fälle wissen wir, wer angeblich damit handeln soll. So, ja. Das ist ja schon... Ja, Moment, ich muss mich etwas präziser ausdrücken. Wir haben eine ziemlich genaue Personenbeschreibung des Mannes. Mhm. Den Namen kennen wir noch nicht, aber allein aufgrund der Beschreibung sollte es möglich sein, den Mann zu fassen. Sofern wir ihn treffen, Frank, ja. Nicht? Das ja. Allerdings erzählt ja. Nach unseren bisherigen Ermittlungen käme dafür nur ein einziges Lokal in Frage und da wollten wir heute Abend mal hin. Na gut, nur mit aller gebotenen Vorsicht, Frank, nicht? Natürlich. Sie wissen, manche unserer Kunden haben so etwas wie einen besonderen Geruchssinn für uns, nicht? Ja, ja. Ja, da habe ich schon eine Methode entwickelt, dass wir so leicht nicht erkannt werden. Herr Zett, ich möchte drei Kollegen zur Hilfe nehmen, sodass wir also insgesamt vier sind. Ja, ja. Der Verdächtige muss ja mindestens einen Geschäftspartner haben oder suchen und da scheint es mir doch sicherer. Ja, schon gut, Frank, das ist alles klar. Wenn Sie etwas erreichen, geben Sie mir sofort Bescheid. Ich halte mich für alle Fälle bereit. Ja. Ja, also, wir werden in der Weise vorgehen, meine Herren, nur ja, die wir schon ein paar Mal exerziert haben. Ja. Also, darüber brauche ich mich hier im Einzelnen nicht auszulassen. Ach, nein, Sie, Kollege. Ja. Und Sie. Ja, Herr Frank. Sie werden beide das Lokal aufsuchen. Gut, ja. Und ich sagte ja schon, auf die Art wie gehabt. Mhm. Ja. Wenn nun unser Mann, den wir fassen wollen, haben Sie die Beschreibung auch genau im Kopf, ja? Ganz genau, Frank. Gut. Wenn also unser Mann in dem Lokal ist, kommt es darauf an, zu beachten, mit wem er Kontakt sucht oder im Gespräch ist. Ja, aber nicht nur das. Mir kommt es auf jeden an, mit dem er irgendwie in Berührung kommt. Also auch auf Leute, die meinetwegen nur guten Abend sagen oder so. Ja, ja. Es könnte nämlich sein, dass gerade solche Leute für uns hinterher noch wichtig sind. Das ist vollkommen klar. Schön. Und dann wird Herr Kollege Hiller mit mir, also wir zwei, wir werden draußen bleiben und das Lokal von der Straße her beobachten. Das bitte, Frank. Und auch das, wie gesagt, in unserer üblichen Weise. Ja. Der Mann ist Ausländer. Trotzdem, bitte unter gar keinen Umständen unvorsichtig sein. Ich weiß nämlich, dass er ganz gut Deutsch versteht. Mhm. Ist das alles klar? Absolut. Gut. Na, es dauert ziemlich lange, finde ich. Die Kollegen sind längst in der Kneipe, aber es tut sich nichts. Ja, mal abwarten, Hiller. Wir wissen ja nicht, was da drinnen vorgeht. Frau Leine, ich hätte noch einen Pilz bestellt. Ja, Moment. Ich sehe euch gar bloß zwei Beine. Wer weiß, wozu es gut ist. So, ungeduldig sind aber auch manche Leute. Hier ist Ihr Mokka-Double, mein Herr. Double? Bitte? Mokka-Double nennt man das. Ja, wollen Sie nur oder wollen Sie nicht? Vielleicht lassen wir von Ihnen noch Nachhilfestunden geben, wa? Ja, gerne, Fräulein.
Wann haben Sie denn Zeit? Ted möchte sie so passen. Jetzt muss ich erst den Knülsch da drüben seinen Pilz mal bringen. Er ist überhaupt nicht da, Herr Frank. So, da haben wir Pech gehabt. Sind Sie auch ganz sicher? Völlig. Bis jetzt ist er überhaupt noch kein Ausländer in dem Lokal. Na, jedenfalls keiner, der so aussieht und bestimmt nicht der, der uns interessiert. Ja, gut, dann bleiben Sie jetzt bei mir, nicht wahr? Sie können nicht normal da reingehen. Natürlich. Das soll dann der Hiller machen. Herr Frank! Und Herr Frank, da kommt er! Menschenskind Hiller, haben Sie das Schweigen schon gesehen? Nee, wieso? Na, dann halten Sie sich wenigstens an dem Titel. Ich sehe doch unseren Mann auch. Gehen Sie jetzt in das Lokal und machen Sie das, was wir verabredet haben. Gut. Wir haben ihn, der Frank. Ich meine, er sitzt da drin. Ja, das haben wir ja gesehen, Herr Hiller, dass er da reingegangen ist. Ja, da sitzt er mit einem anderen zusammen und verhandelt über irgendwas. Hat er noch mit anderen Leuten gesprochen? Ja, es haben ihn ein paar gegrüßt. Haben Sie sich diese Leute gemerkt? Selbstverständlich, Herr Frank. Gut. Dann bleiben Sie jetzt hier. Ja. Wir werden warten, ob... Da kommt er raus, Herr Frank. Ja, und der andere, das ist der, mit dem er zusammen gesessen hat. Keine Aufregung, meine Herren. Ganz gemütlich hinterher. Ja. Ja, kein Zweifel. Der eine von denen ist unser Mann. Ja. Gehen Sie auf die andere Straßenseite, Herr Hiller. Wir wollen unter keinen Umständen aufhalten. Ja, gut. Und da kommt jetzt auch der andere Kollege. Er bleibt gleich drüben. Ja, das klappt doch. Jetzt bleiben die da stehen, die beiden, Herr Frank. Nur Ruhe. Der eine drückt dem anderen was in die Hand. Los, rüber. Sie haben uns bemerkt, Herr Frank. Da, der eine schmeißt was weg. Keine Sorge, Hiller ist schon da. Guten Abend. Machen Sie keine Schwierigkeiten, meine Herren. Kriminalpolizei. Ah, was ist? Ja, das kann schon sein. Wir interessieren uns für Sie. Aber wir harmlose Menschen. Ja, natürlich. Bloß manchmal brauchen wir eine Auskunft auch von harmlosen Menschen. Was haben Sie denn da gerade weggeworfen? Weggeworfen? Ja. Ich nicht. Na, ich auch nicht weggeworfen. Ich habe schon, Frank, ein kleines Päckchen mit Zellophanpapier. Vielleicht kommen Sie mal eben mit, meine Herren, zum nächsten Polizeirevier. In dem kleinen Päckchen, so 8x5 cm groß, war eine gelbbraune Masse. Teigartig. Sie wissen ja schon. Indischer Hanf. Ja. Gegossen, bekannt als Haschisch. Genau das. Ja, ja. Wie unsere KTU inzwischen auch festgestellt hat. Und die kriminaltechnische Untersuchungsstelle ist sicher? Ja, ja, es gibt gar keinen Zweifel. Die beiden Herren haben dann auf dem Polizeirevier versucht, sich gegenseitig den Besitz des Päckchens zuzuschieben. Naja, das Übliche, wie wir es ja schon kennen. Die Kollegen haben inzwischen noch mal das Lokal aufgesucht, in dem die beiden miteinander gesessen hatten. Und die Leute befragt, die mindestens den einen von ihnen gekannt haben müssen. Ach, entschuldigen Sie, die Kriminalpolizei. Wir möchten Sie gerne etwas fragen. Würden Sie mal mit uns rauskommen? Ich? Ja, bitte. Ja, selbstverständlich. Wir hatten beobachtet, dass Sie einen Herrn begrüßt haben in dem Lokal da, den wir inzwischen als einen, jedenfalls nach seinem Ausweis, als einen gewissen Peri festgestellt haben. Kennen Sie Herrn Peri näher? Na, näher eigentlich nicht. Oder, na ja, wie man will. Er hat in den letzten 14 Tagen bei mir gewohnt. Mhm. Und wo wohnen Sie? Am Brandenbergweg 17. Brandenbergweg 17. Ja. Wieso? Was ist denn? Das wollen wir noch klären. Bitte halten Sie sich zu unserer Verfügung. Wahrscheinlich ist diese Aussage des Herrn für uns wichtig. Der Herr Peri behauptet nämlich, wir haben ihn gefragt, wo er sich in der letzten Zeit aufgehalten hat. Mhm. Und da gibt er auch sehr genaue, leicht nachprüfbare Auskünfte. Nur über die letzten 2 Wochen.
da lässt er sich nicht recht aus. Mhm. Ja, man sagte, er sei unterwegs gewesen und mal wieder hätte sich bei einer Freundin in Ost-Berlin aufgehalten. Und von der Adresse Brandenbergweg 17, er sagte also nichts? Nein, eben erzählt. Mhm. Dabei stimmt diese Adresse mit einigen Briefen überein, die wir bei ihm gefunden haben. Mhm. Und die sind unter seinem Namen genau an die Anschrift Brandenbergweg 17 gerichtet. Na also, dann wollen wir doch mal eine Durchsuchung vornehmen. Ja. Vorausgesetzt, dass der Wohnungsinhaber damit einverstanden ist. Sonst müssen wir uns die richterliche Befugnis besorgen, nicht wahr? Ich habe nichts gegen Ihre Absicht, meine Herren. Bei mir ist nichts zu verbergen. Ich kenne Herrn Perier seit kurzer Zeit. Er hat mir erzählt, dass er keine Unterkunft hätte. Und da habe ich ihm angeboten, vorübergehend bei mir zu wohnen. In bester Meinung. Sie wissen ja, wie das ist, wenn man jemand helfen kann. Ja, 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 selbstverständlich. Wenn Sie uns vielleicht mal das Zimmer zeigen würden, das Sie dem Herrn zur Verfügung gestellt hatten. Ja, selbstverständlich. Danke. Bitte, meine Herren. Kommen Sie. Ja, bei der Durchsuchung haben wir nichts Besonderes gefunden, Herr Zitt. Nichts? Nö. Allerdings meinte der Mann, der diesem Herrn Peri Unterkunft gegeben hatte, ja? Ja, so ganz am Rande hätte er wohl mal etwas von Haschisch gehört. Aber er hatte, naja, was ja auch durchaus glaubhaft ist, weiter keine Ahnung davon. Jedenfalls haben Sie nichts gefunden? Nö, nur einen kleinen Koffer mit Kleidungsstücken, Wäsche hauptsächlich. Ja. Zwei Schuhkartons, auch nichts Besonderes. Und eine Aktentasche, eine große, naja, also schon mehr eine Reisetasche. Und da hatte er ein paar Dattelpakete drin und eine ziemlich große Büchse mit Hammelfett, also seinen Proviant sozusagen. Moment mal, Frank. Ich verstehe richtig, diese Reisetasche mit dem Proviant, wie Sie sagen, gehört unserem Mann hier, den dieser Herr während der letzten zwei Wochen bei sich aufgenommen hat. Ja, 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 sehr richtig. Ja. Aber wie gesagt, weiter war ja nichts, nicht wahr? Einer der anderen Leute, mit denen unser Mann in dem Lokal auch mal kurz durch eine knappe Begrüßung Kontakt gehabt hatte, der hatte auch so eine Vermutung ausgesprochen, ja, er hätte mal so irgendetwas von Rauschgift gehört, aber, naja, ich sagte ja schon... Ja, Augenblick, Frank. Sie sagen, das war alles, was Sie dort in der Wohnung oder bei dem Verdächtigen selbst vorgefunden haben. Ne? Nee. In der Wohnung, Herr Z. Ja. Bei dem Verdächtigen selbst haben wir noch ein paar Notizen gefunden. Außer den Briefen, die auf seinen Aufenthalt am Brandenbergweg 17 hingewiesen hatten. Von dem er selber aber nichts erwähnt hat. Ja, ja, er will vielmehr während dieser Zeit bei einer Freundin gewesen sein. Sehr richtig, ja. Ja. Ja, nun wollen wir aber natürlich noch die Adressen durchkämmen, die wir unter seinen Notizen gefunden haben. Einverstanden. Ja. Aber zunächst mal, Frank, möchte ich die Reisetasche mit dem sogenannten Proviant etwas näher sehen. Also die Pakete und die, wie Sie sagen, große Büchse mit Fett. Riesenbüchse, Herr Zitt. Ja, also bitte, her damit. Ja, selbstverständlich, wenn Sie meinen. Ja, ich meine. Und die beiden Herren, die wir vorläufig festgenommen haben, die möchte ich auch mal selber hören. Herr Kommissar, ich bin sehr traurig. Ich habe bei Sie festgehalten und ganz unschuldig. Ja, 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 ich weiß. Aber nun haben wir doch bei Ihrer Festnahme ein kleines Päckchen mit Haschisch gefunden. Beziehungsweise wir hatten bemerkt, dass Sie also das Päckchen weggeworfen hatten. Nein, ich habe nicht weggeworfen. Doch, bitte, ich geworfen weg, weil mir geben wollte Peri. Er wollte schenken und ich gesagt, nicht damit. Woher und seit wann kennen Sie Ihren Freund? Was Freunde? Na, den Herrn Perry. Oh, Perry, nicht Freunde. Ist er nur Bekannter? Bekannter? Ja, so, ich meinte so. Na schön, ja, also das genügt auch. Und ich meine, woher kennen Sie ihn? Seit wann machen Sie Geschäfte mit ihm? Geschäfte? Ich nicht mache Geschäfte mit ihm. Ich nur mal trinke mit ihm einen Kaffee. Aha. Und das soll ich Ihnen jetzt glauben? Tja, ich schwöre Ihnen von meiner seligen Mutter, Ja, schon gut. Der andere erzählt Ihnen genau das Gleiche, Hetzet. Berlin hat so gute Menschen, ich nicht verstehen, warum ja, ist schon gut, Herr Perry. Nun sagen Sie mir nur, wo haben Sie sich wirklich während der letzten zwei Wochen aufgehalten? Aber ich schon gesagt, bei Freundin drüben, hinter der Mauer, dabei bleiben Sie? Nein, ich jetzt hier. Ja, das wissen wir, das haben wir schließlich gemerkt. Ja. Aber wir haben auch gemerkt, dass Sie uns die Unwahrheit gesagt haben. Ich? Ja, Sie haben in einem Haus am Brandenbergweg gewohnt, und zwar Nummer 17. Stimmt das nicht? Brandenbergweg
Ah, ja, ich weiß, deine gute Mensch, Haartasche von mir. So, Herr Zett. Hier ist die Tasche. Mhm. Ja, ich möchte Ihnen nur vorschlagen, bevor Sie die Büchse öffnen, ja, machen Sie auch mal das Fenster auf. Ich kann Ihnen sagen, wenn mir das zu Hause passiert, ich würde meine Frau kündigen. Ja, die Geschmäcker sind verschieden, Frank. Außerdem, was Ihre Frau angeht, dann nehmen wir sie ja nicht mehr so ernst. Da müssten Sie schon 10-mal geschieden sein. Natürlich ebenso oft wieder verheiratet. Also das kennen wir ja schon. Ja, nun machen Sie die Büchse ruhig mal auf. Ja. Bitte. Und sowas ist einer noch? Ja, was habe ich Ihnen gesagt? Ja, also, nun nehmen Sie mal richtig was raus davon. Die nähere Untersuchung der Büchse ergab, dass sich nach Entfernen einer höheren Schicht stark riechenden Fettes zwei sogenannte Brote gepressten Rauschgiftes, gewonnen aus indischem Hanf, bekannt unter dem Namen Haschisch, unmittelbar über dem Boden befanden. Ja. Ein ähnliches Ergebnis ergab... Soll ich dazu schreiben, Herr Frank? Ein Ergebnis ergab? Ach, du liebe Güte, Frau Müller, ja, vielleicht bin ich schon ein bisschen benommen. Also, sagen wir... Ähnliches stellte sich heraus. Ja, das ist gut. Oh, Sie sind ja ein Engel. Ja, also, Ähnliches stellte sich heraus bei der näheren Untersuchung der Pakete. Nachdem dieselben aufgeschnitten... Warum dieselben, Herr Frank? Es kann sich doch nur um die gehandelt haben. Und machen Sie mich doch bitte nicht nervös, Frau Müller, nein. Also dann, nach Aufschneiden der Pakete stellte sich ein... Nein, nein, bitte, warten Sie. Ergab sich ein ähnliches... Ergebnis? Resultat. Auch unter den Datteln versteckt fanden sich... Wir? Ja, fanden wir weitere Brote von Haschisch. Jeweils etwa 2 Kilo schwer. 2 Kilo schwer? Ja. Jedoch... Jedoch? Ja, jedoch war eines der Brote nur noch zur Hälfte vorhanden. Es besteht deshalb der dringende Verdacht, dass diese Menge an Haschisch schon veräußert worden ist. Was können Sie uns dazu sagen, Herr Perry? Ist das auf die uns bekannte Weise gekochte und dann gepresste Haschisch oder Marihuana oder wie Sie es nun nennen wollen, das eine wie das andere ist dasselbe und in derselben Weise gefährlich, ist das nun so, so durch Zufall in Ihren Reiseproviant geraten oder wie wollen Sie das erklären? Ja. Ja, also nun reden Sie doch schon. Es hat doch jetzt keinen Sinn mehr zu leugnen. Die Sachen sind doch an Ihrem letzten Aufenthaltsort gefunden worden. Deshalb haben Sie uns auch nicht erzählt, wo Sie zuletzt gewohnt haben. Sie wollten uns einreden, Sie wären bei einer Freundin im Ostsektor Berlins gewesen. Ich auch da war, Herr Kommissär. Ja, ja. Mal, nicht wahr? Aber nicht die ganze Zeit. Niemand von uns ist damit geholfen, dass er sich mit der anderen Seite rausredet und so wenig wie denen da drüben. Sie haben den Großteil der Zeit hier am Brandenbergweg 17 gewohnt. Und da haben wir auch die Sachen gefunden, um die es sich hier dreht. Herr Kommissär, ich so viel halten von hier und da, ich habe gedacht, alles auf Welt kostet Geld. Aber woher nehmen, wenn studieren in Berlin... Ja, also nun fangen Sie bitte nicht damit an. Wer bei uns ehrlich studieren will, der findet auch seine Unterstützung. Das sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Geben Sie lieber zu, dass Sie hier gute Geschäfte machen wollten. Herr Kommissär, Geschäfte gehören zu leben? Gut, ja, ich wollte Ihnen mitnehmen, aber ich habe nicht gehabt Glück. Nicht? Nein. So. Ja, dann sagen Sie mir doch mal, wo das eine halbe Brot geblieben ist. Ich meine, das eine halbe Brot von der Haschischmasse. Ja, nun reden Sie doch, Mann. Wir bringen es ja doch heraus. Selbst wenn es ein paar Tage länger dauert. Herr Kommissar,
Ich habe ihn gegeben an zwei, wo ich nicht weiter kenne. Ja, das ist immer wieder der letzte Ausweg. Zwei Unbekannte. Wir haben unter Ihren Notizen eine Reihe von Adressen gefunden. Wir werden sie alle durchgehen, aber wenn Sie glauben, dass Ihnen das noch hilft... Es wird ihm nicht genügend helfen, Herr Z. Ein paar Adressen beziehen sich offenbar auf mögliche, auf künftige Kunden. Und zwei davon betreffen deutsche Studenten. Das heißt, diese beiden jungen Herren sind wohl immatrikuliert, nur studieren, das tun sie offenbar nicht. Ein Jammer. Ja, sind ja Ausnahmen, Herr Z. Naja, das weiß ich, aber trotzdem... Das ist jedermanns Nachteil, der die Türen offen hält. Und machen Sie mal Ihr Haus auf für eine Party. Sie können nie wissen, ob unter den Gästen, wenn Sie sie nicht von vornherein kennen, womöglich ein Taschendieb ist. Tja. Ich weiß so gut wie Sie, Frank, dass gegen diese Feststellung wieder ein paar Leute protestieren werden. Aber es ist einfach die Wahrheit. Die Wahrheit, mit der wir fertig werden müssen. Ja. Tja, wer sind denn nun diese beiden Studenten oder... sogenannten Studenten, die der Herr Peri da angegeben hat. Ich will sie mir gerade herholen, Herr Z. Oh, Stift? Ja. Haschisch? Ja. Ach, Sie haben wohl einen kleinen Fohl, Herr Kriminalbeamter. Na. Ist das Ihre Redeweise? Ich weiß jedenfalls von nichts. Das lasse ich mir auch nicht bieten. Ich werde Ihnen meinen Sekundanten schicken. Ja, das tun Sie nur. Säbel, Herr Student. Nein, Pistole. Das liegt mir ein bisschen näher, wissen Sie, berufsmäßig. Ach, Sie können mich, Götz von Berlichingen. Diese Art von Satisfaktion ist mir neu, junger Mann. Ich möchte sie nicht gerne annehmen. Aber vielleicht kann mir Ihr Herr Kommilitone ein anderes Angebot machen. Also, ich weiß nicht recht. Ehrlich gesagt, was Sie von mir wollen, Herr Kriminalbeamter? Ehrlich gesagt, wissen Sie es wirklich nicht? Wir wissen, dass Sie von einem Bekannten, soll ich den Namen nennen, eine Portion Roche-Gift übernommen haben. Und das doch wohl nur zu dem Zweck, es zu vertreiben, oder? Nun, wäre es nicht besser, Sie antworten auf meine Frage? Schön, Sie wollen also nicht. Ja, dann mache ich Ihnen einen Vorschlag. Wir werden bei Ihnen eine Haussuchung durchführen. Eine Haussuchung? Ja. Ich glaube, das ist nicht nötig. Sie werden bei mir nichts finden, Herr Kriminalbeamter. Nun, sind Sie dessen so sicher? Ja. Herr Kriminalbeamter... Ich kann es mir nicht leisten, in einen schlechten Ruf zu kommen. Es ist sehr schwer, aber ich will Ihnen lieber alles sagen. Ja. Ich dachte, und mein Freund auch. Ja? Wir dachten, wir könnten uns so ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Mhm. Das reicht ja selten, wenn man studiert. Ja, das weiß ich doch so gut wie jeder andere. Ich weiß aber ebenso, dass viele Studenten oder überhaupt sonst alle... durchaus Wege finden, sich auf saubere Weise etwas zu verdienen. Ja, sicher, und das wäre für uns auch besser gewesen, bloß... Tja. Naja, wie wir davon gehört hatten, von dem Rauschgift da, ich dachte, aber das ist ja nun zu spät. Wir haben uns darauf eingelassen, wir haben dem Mann so eine halbe Packung abgenommen. Na also. Und wie viele haben Sie davon verkauft? Noch gar nichts. Haben Sie selber davon etwas genommen? Ich meine, für sich? Nein. Davor hatte ich Angst. Wenn man sich so etwas erstmal angewöhnt hat, dann... Also, so gescheit waren Sie wenigstens. Ich glaube, ich war eben gar nichts gescheit, Herr Kriminalbeamter. Aber nun ist das ja mal passiert. Tja. Wenn ich Ihnen sage, in meinem Zimmer werden Sie nichts finden, dann ist das die reine Wahrheit. Das Paket mit diesem Haschisch liegt in dem Keller von dem Haus, wo ich wohne. Im Keller? In dem allgemeinen Keller. Der ist offen und da kann jeder rein. Hm? Es ist in braunes Packpapier eingewickelt. RF steht da drauf, mit Rotschrift. RF? Das ist mein Monogramm. Und das Päckchen liegt hinter dem dicken Abflussrohr, gleich neben der Tür. Ja. Bitte holen Sie es da. Aber ich muss doch nicht dabei sein. Bitte, Herr Kriminalbeamter, Sie können sich doch den Keller von dem Hauswart zeigen lassen. Für alle, den haben wir hier. Das ist der hier, Herr Kriminal. Was ist denn damit? Ja, ich möchte da nur ein kleines Päckchen herausholen. Ich habe den Auftrag dazu. Und da bitte ich Sie, dabei zu sein. Ja, wenn Sie meinen... Es handelt sich da um ein Päckchen in braunem Packpapier. Und es soll hinter dem dicken Abflussrohr gleich neben der Tür liegen. Ja, na, das müsste denn hier sein. Ja, und da war's dann auch, Herr Z.,
Das restliche halbe Brot, das uns noch gefehlt hat. Dann wäre die Sache also soweit für uns klar. Ja. Ja, wenn doch nur auch allen anderen klar wäre, wie teuflisch es geradezu ist, sich mit Rauschgift einzulassen. So oder so. Es geschah in Berlin. Das war ein weiterer Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommenden Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink. Ton Joachim Schulz, Aufnahmeleitung Klaus Priedemuth und Regie Werner Oehlschläger.